Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnadon, zu einem neuen Part Mario 3D Land nach einer halben Ewigkeit. Ja, ganz lang haben wir das nicht mehr gespielt. Da Miitopia jetzt dazwischen kam und andere Projekte neu angefangen wurden, habe ich dieses Spiel so ein bisschen vernachlässigt. Ich denke mal, wir starten jetzt direkt mal in Welt 8, Level 4. Das Geisterhaus und ja, schau mal, wie es so weitergeht hier in Welt 8 von Mario 3D Land. Nein, das Spiel ist noch nicht vorbei. Das gibt noch acht weitere Welten. Jetzt habe ich zwei gesagt, das wäre ein bisschen blöd, zwei weitere Welten. Aber acht weitere Welten, Spezialwelten unter Welt 8. Legen wir direkt mal los hier mit dem Geisterhaus, ohne viel noch drum herum zu labern. Auf geht's, auf hier! Jetzt wird es hier wieder spukhaft. Spukt wieder bei Mario 3D Land. Oh, und da löst sich der Boden. Na. Und da tauchen auch schon die ersten Buhus auf. Hui. Und da hole ich mir gleich mal die Blume. Kann man damit irgendwie die Buhus schwächen oder? Nicht. Oder kann man das gar nicht? Komm mal ran auf den Meter. Ja, man kann sie kurz verschwinden lassen, die Buhus. So dass man irgendwie durchrennen kann. Das heißt, ja, irgendwie schon, aber bringt auch nicht wirklich was. So. Dann man den Schalter aktiviert und einige Münzen erhalten. Oh, ein One-Up. Und was haben wir hier in den Boxen? Münzen, 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 Münzen. Hier sind mehrere Münzen drin. Nur zwei, nicht mehrere. Da drüber ist nichts, oder? Ich untersuche das mal ordentlich. Nö, da oben ist nichts, denke ich mal. Oh, die erste Sternmünze. Sternmünzen. Und wisst ihr noch, damals, als wir das noch regelmäßig gespielt haben, Sternmünzen. Ist lange her, oder? Dass der letzte Part kam. So, jetzt ist es wieder soweit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt regelmäßig spielen werde, aber ich werde es versuchen, sage ich mal so, es regelmäßiger zu spielen. Versprechen kann ich es natürlich nicht. Miitopia muss natürlich... Ach du Scheiße, ich habe das Blatt verloren. Hier irgendwo? Nein. Da war keine Starcoin. Hatte ich falsch in Erinnerung. So. Uha. Ist ziemlich unsicher hier auf diesem Schiebebrett. Jetzt haben wir hier wieder ein Land unter den Füßen. Festen Boden, naja, einigermaßen festen Boden. So, das hat sich aber jetzt auch. Da sehe ich doch etwas, was ich haben will. Ein zweites Darkrun. So, ich mache jetzt alle. One-Up. Und ja, jede Menge. Ein Item und jede Menge Münzen. Na, wie geht's weiter? Mit den sich bewegenden Brettern. Schwebend in der Luft. Kann ich die eigentlich auch wegpusten hier? Ja, für eine kurze Zeit kann man das. Und die tauchen dann leider wieder auf. Und machen einen alle. Brechen sich dafür, dass du die verpufft hast. Hui, ich will das Item. Ist kein Item, ist nur eine Münze. Es sind nur mehrere Münzen. Und die dritte Starcoin. Brauche ich, will ich. Ah, lass mich in Frieden. Starcoin! Ah! Riesiger Buhu. Das ist nicht so toll. Müssen wir sie angucken, damit sie uns nicht hinterher rennen. So, sieht so aus, als ob wir bald da wären. Locker flockig. Haben wir es geschafft. Und drei Starcoins haben wir schon. Ah! Da ging es steil bergab. Freier Fall. Na, das sieht doch schon nach Fahne aus. Hui. Zielfahne.
Los, hopp, zack, one up. Auch noch die goldene Fahne. Perfekt, abgeschlossen das Level. Müssen wir nicht nochmal machen. Level geschafft. Na denn, sind wir wieder drin im Spiel. Sind wir wieder auf Kurs. So, Welt 8, Level 5. Auf geht's. Ui. Das wirkt ein bisschen höhlenhaft. Ein bisschen anders wirkt das. Ach, nicht diese Platten wieder hier. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Das Springen aktiviert's. Hops. Und hops. Die Paragumbas stehen im Weg. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Das kann sehr brüchig werden hier. Da kann das Leben schnell in die Brüche gehen. Wenn man auf solche Platten falsch springt. Ja, jetzt nicht den Fehler zu machen und zu voreifrig zu springen. Okay, und eine wegschwebende Platte. Huh. Ach, komm schon. Der erste Fail in diesem Part. Na komm, das kriegen wir auch hin. Den Tanuki haben wir leider vergeigt, aber vielleicht kriegen wir ja einen neuen. Ist natürlich alles schöner mit Tanuki, aber da haben wir uns ja selbst zuzuschreiben. Müssen wir jetzt halt ohne zurechtkommen. Nein! Ja. Nee, ist klar. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir das glatt hingekriegt hätten. Ohne irgendwelche Fails oder peinlichen Zwischenfälle. So, ich muss auf das Blaue da drauf. Lass mich. Sprung! Jetzt auf das Rote hier. Und auf das Blaue. Dann kann ich holen und auf das Rote. Und auf das Graue. Sicherer Boden. Na, so sicher ist es nicht, weil es bröckelt und nach unten fällt. Ein bisschen können wir drauf stehen bleiben. Bis es auseinanderfällt. Hops! Hops! Nicht zu voreilig hüpfen. Nein, ein Tanuki. Das haben wir vergeigt. Huha. Huha, Angst. Zu Recht. Aha, bald sind wir Game Over. Null Leben. Das ist das einzige Leben jetzt hier, was ich noch habe. Okay. Hatte nicht gedacht, dass es fehlerfrei bleibt. So viel dazu. Wir kriegen es trotzdem hin. Na komm, Sternmünze. Sternmünzen müssen wir natürlich auch weiterhin noch einsammeln. Vielleicht kriege ich ja dann mal das Tanuki. Das wäre dann ein bisschen hilfreicher. Und bei der Wanderung hier. Dazu muss ich so ein Tanuki-Dingens besiegen. Den hier, da muss ich drauf springen. Nicht den hier, sondern den daneben. Huh, ha, knapp. Sehr knapp. Ich warte mal lieber. Zack. Na, ah, weil ich aktuell auch privat mal Mario Bros, also das erste Super Mario Bros Spiel spiele. Das ist richtig kacke. Also, wenn du da Game Over gehst, dann bist du. Ja, dann musst du gleich mal von vorne beginnen. Da musst du ganz von vorne beginnen. Also, wenn du in Welt 8 Game Over gehst, musst du in Welt 1-1 von vorne beginnen. Ja, so viel für die Leute, die behaupten, Mario sei was für Kinder. Die sollten sich mal das erste Mario-Spiel gönnen. Das hier ist nicht schwer, das sieht nur so aus. Das sieht nur so schwer aus, weil ich es so oft verkacke. Naja, mal sehen, was wir hinkriegen. Das ist mein Skill. Mein mangelnder Skill. Welcher Skill? Ja, genau. Das meine ich. Kein Skill in Mario bei mir. Aber das seid ihr gewohnt aus den letzten Parts. Das ist ja jetzt nichts mehr Außergewöhnliches. Dass der Skill bei mir zu wünschen übrig lässt. Muss mal harmlos ausgedrückt zu haben. Und ran da! Vielleicht schaffen wir es ja endlich mal darauf zu springen. Auf diese Platte. Ich weiß nicht, was los ist mit der, aber okay. So, ja. Vielleicht ist einfach bei mir nur ein Knick in der Optik. Ich glaube, wir müssen das machen, wenn es ganz hinten ist. Dann müssen wir drauf springen.
Warten wir mal, also bis es ganz hinten ist und zack. Huh, ich stehe drauf. Nice. Nach etlichen Versuchen. Jetzt bloß nicht runterfallen. Jetzt bloß nicht runterfallen. Nein. Das wäre zu scheiße. Gib mir. Oh, Checkpoint. Ah, das habe ich gebraucht. Ja, hat man es halt ewig nicht mehr gespielt. Und ist dann halt rausgekommen aus der ganzen Sache. Muss man halt wieder reinfinden. Aber wenn ich es einen Monat nicht mehr gespielt habe. Aber diese Bretter, die sind auch, wow, die sind unmöglich. Die sind scheiße. Nur das hier. Am besten die roten Münzen kriegen. Naja. Das wird nix. Ich brauche aber die Starcoin. Die ist ganz wichtig hier. Ja. Hops. Da drauf. Yay. Endlich kann ich's. Yay. Zwecke hat was dazu gelernt. Kommt selten vor, dass ich was lerne. Aber. Tja. Da ist es dann doch mal vorgekommen. Diesmal eine Bumerangblume. Check the point. Puh. Haha. Das ist knapp hier. Was soll ich sagen? Es wird langsam peinlich. Was ist das hier? Das ist diese P-Aktion. Mit dem P-Flügel fliegst du zum Zielfall. Berühre ihn auf dem Touchscreen, wenn du ihn einsetzen möchtest. Habe ich nicht vor. Nicht wirklich. Ich möchte das mal hier versuchen, ohne den P-Schalter oder ohne das, was man jetzt am blödesten, so hier rüber, so auf das Blaue. Auf das Rote, das ist halt wirklich nur in den ganz schlimmen Fällen, sollte man das benutzen, sind P-Flügel. Da bringt dich halt ans Ziel, egal wo du bist. Das ist halt irgendwie Kacke, oder? Auch diese goldene Katze, das und die goldene Tanuki, das ist ein bisschen, naja. Nicht das, was ich hier im Let's Play haben will. Hm. Schon Kim. Da war die Starcoin. Im Ernst. Was, wenn ich die nicht erreicht hätte? Was ich mir selbst zugetraut hätte? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Das war ein Fehler. Huha. Huha, huha. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Hilfe. Riesenkugel Willis. Jetzt. Huha. Knappe Sache. Da oben ist der Zielfahrt. Komm, das kriegen wir so hin, auch wenn wir klein sind. Was kriegen wir? Das kriegen wir. Das kriegen wir. Das kriegen wir. Ja, keine goldene Fahne, aber was soll jetzt alle drei Sternmünzen? Reicht mir fürs Erste. Boah. Kacke war das ein Level. Zu blöd für mich. Ja, das nächste Level wird nicht leichter. Schluss Welt 8. Oder Bowser Welt 8. Dann aktivieren wir es mal. 90 Sterne sind so brauchen wir. 140 haben wir. Wir haben alle, die wir bisher freischalten konnten. Das Endschloss. Ich denke, nein. Das Endschloss ist es noch nicht. Zwei Schlösser in Welt 8. Und das hier. Ich habe immer noch dieses P-Zeugs. Kamek! Der Fiesling. Lass mich in Frieden. Knochen trocken. Ich liebe Knochen trocken. Ich möchte aber gerne ein Item haben. Weil klein hier das zu spielen, das ist ein bisschen scheiße. Ja. Und Hilfe. Ja, und Hilfe. Ich will es schaffen. Ist auch mein eigener Ehrgeiz hier, nicht aufzugeben. Wer gelacht, wenn wir das hier nicht schaffen könnten. Das ist noch nicht mal die Special-Welt. In der Special-Welt wird es dann ein bisschen kniffliger. Ein bisschen, sage ich. Da ist dann Welt 8 schon ein bisschen, nun ja. Spannender. Nein! Ich wusste nicht, dass die mich erreicht. Jetzt bin ich wieder klein. So eine Schande hier. Was wird denn das hier heute für ein Part? Neustart in diesem Part. Das reimt sich, deshalb stimmt's. Nein, Kamek. Nein, Kamek. Was hast du vor, Kamek? Ah, diese Schiebebretter hier wieder. Uha, ich bin klein, ich habe Angst. Ich bin ein kleiner Zwerg. Ups, ein paar Münzen.
Den brauchen wir eigentlich nicht. Oh, die Checkpoints. Dankeschön, Spiel. Checkpoint kann ich gebrauchen. Naja, obwohl wir haben 0 Leben. Wenn ich abkratze. Was ich gleich tun werde. Bin ich offiziell am Arsch. Da ist eine Starcoin. Na toll. Wie hole ich mir die denn jetzt? Gleichzeitig mit diesen Bumerang-Brüdern. Okay, so holt man sie sich. Jetzt nicht abkratzen, nicht abkratzen, nicht abkratzen. Okay, da gibt's was zu gucken. Schnell mal hindurch. Was gibt's zu gucken? Das Ziel. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass es ein Ziel gibt. Ich weiß auch, dass es noch Bowser gibt. Huha! Den in klein zu besiegen. Ja. Da freue ich mich schon ordentlich drauf. Bowser. Das schaffen wir doch nicht. Da gehen wir doch jetzt noch dem over. Doch, das schaffen wir. Gut zu sprechen, das schaffen wir. Nicht selbst aufmuntern, Zwergi. Ha, Lava. Der Boden ist Lava. Ha. Wortwörtlich. Wie komme ich denn jetzt an die Sternmütze ran? Dein Ernst? Da brauche ich wahrscheinlich so einen Bumerang, Bruder. Nein. Das Level will ich nicht normal machen. Das will ich schaffen und fertig sein. Na toll, dein Ernst? Brauche ich wirklich einen Bumerang? Die kann man wahrscheinlich von diesen Bumerang-Brüdern bekommen. Nein. Muss halt nochmal durch. Muss wahrscheinlich sowieso. Weil ich hier gleich Game over bin. Ja. Diese Sprungattacken, die sind auch sehr räudig. Mag ich nicht. Gefällt mir nicht. Dislike dafür. Nein, nicht dieses Video dislike. Nein, 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 nein. Den Bowser disliken. So, muss mal kurz mein Ladekabel anschließen für den 3DS. Ich hoffe, es sitzt noch alles richtig hier. Jetzt nicht rauskommen, nur weil ich ein Ladekabel anschließen musste. Hat geblinkt. Akku war alle. Na komm, das kriege ich auch noch. Ja, klar. Nein, ich nehme dich nicht an. Goldener Tanuki. Ja, natürlich gut. Habe ich auch öfters schon gemacht. Wäre auch praktisch, aber ich kann es ja so schaffen. Wir haben es gerade gesehen, wir waren schon bei Bowser. Wir waren schon fast am Ziel. Das kriegen wir auch so gebacken, denkt ihr nicht? Hops. Das kriege ich hin. Hops. Ja. So macht man es nicht. Mein Spiel ist generell ein gutes Let's Play. Für wie man es nicht machen sollte. Let's not play sozusagen. Let us not play. Ja. Sozusagen. Let us not play hieße ja, das Spiel nicht spielen. Auf jeden Fall spielenswert. Also, ja, keine Ahnung. Einfach nur ein Let's Play. Und ein schlechtes Let's Play ist es nicht, aber ein Let's Play ohne Skill. Quasi. Fast. Joa, ich habe noch ein Leben. Schön, dass wir darüber gesprochen hätten. Kamek, der regt mich auf. Die Knochen trocken, die machen da ihr Ding. Die macht da ihre ganze Familienveranstaltung dort. Was mich auch aufregt, ist, dass ich dort immer an derselben Stelle abkratze hier. Immer diese Dinger. Na komm, ich nehme diesen Tanuki nur, um durch diese Feuerteile durchzukommen. Das ist, kann ich euch echt nicht mehr antun. Oh man. Ich muss dann ein bisschen zusammenschneiden, so dass es passt. Bin mal drauf gesprungen. So, jetzt können die mir nichts mehr. Sogar weggekickt. Ha! Lava, du kannst mir nichts. Starcoin. Am Ende zählt doch nur, dass ich es geschafft habe, irgendwie. Und dass ich Spaß dabei hatte. Und dass ihr Spaß dabei hattet. Hoffentlich habt ihr das auch. Hoffentlich ist das der Fall. Wenn das der Fall sein sollte, gebt dem Video schon jetzt mal ein Däumchen nach oben.
kurz mal runter scrollen. Ich weiß, es ist spannend. Und kurz mal runter scrollen und den wieder hinter mich nach oben geben. Checkpoint. So, ich warte mal hier kurz. Könnt jetzt mal runter scrollen und mal hinter mich nach oben geben. Okay. Können wir weiter. Nice. Ein Geld. Okay, jetzt besiege ich die und hole mir so ein Tanuckelchen. Falls ich das mit dieser Blume überhaupt noch machen kann. Ha! Ha! Die Lava ist trotzdem noch gefährlich für mich. Da sollte ich dann nach Möglichkeit nicht reinspringen. Natürlich fällt... Ach, nein. Natürlich fällt das in die Lava. So viel dazu. Die dritte Stanke müssen wir uns wohl dann nochmal später holen. Erstmal schaffen wir mal dieses Level, würde ich sagen, oder? Komm, ich mach dich alle. Du verdammter Zauberer. Was bist du eigentlich? Eine Schildkröte oder was? Vielleicht kann man die dritte Starcoin auch mit Tanuki hinkriegen. Vielleicht. Ist eine Möglichkeit. Dann brüll du nur. Ich krieg dich. Ich mach dich alle. Okay, wie machen wir das jetzt am dürbesten? So nicht. Okay, doch, es geht. Es geht. Ich dachte, ich falle in die Lava. Hab ich falsch gedacht. Mit Tanuki kann man das auch machen. Ja, ich weiß, ich habe den goldenen. Aber ich sollte mich trotzdem anstrengen. Sollte so tun, als hätte ich ihn nicht hier drüber gesprungen. Wenn ich getroffen werde, habe ich jetzt kein Problem mit, aber... Ha! Okay, das hätte mich getötet. Das gerade auch. Ich habe locker seine Schuppen berührt. Ha! Und drauf! Geschafft. Na denn. Ordentlich. Ein Tanuki kommt raus und was noch? Da ploppt doch immer was auf, oder? Seltsam. Kommt doch immer ein Tanuki und ein Kamek irgendwie raus. Oder was? Uha! Peach ist in another castle. Sorry, but your princess is in another castle. Das Licht. Peach! Wir haben sie gerettet. Nein, was wie ein Pausteller. Bowser! Er hat die echte Peach. Nein! Er haut mit ihr ab in ein anderes Schloss. Es gibt noch ein Schloss in Welt 8. Jetzt kann ich es euch ja verraten. Vorher habe ich ja nur gemutmaßt. Jetzt kann ich es euch sagen. Es gibt noch ein drittes, noch ein zweites Schloss in Welt 8. Und halt, warte, ich habe es euch vorher gesagt. Naja, was soll's. So, haben wir es geschafft. Jetzt nur noch die goldene Fahne. Dann haben wir alle drei Starcoins. Und die goldene Fahne. Perfekt. Mario, du hast es wieder hervorragend gemeistert. Jo, Level geschafft. Ist noch nicht geschafft. Da müssen wir am nächsten Tag noch was machen. Sprechvorgang abgeschlossen. Hier geht's weiter im nächsten Part. Bowser führt die Prinzessin in ein weiteres Schloss. In das Endschloss. In das wirkliche Endschloss. Und hier in diesem Level gehen wir im nächsten Part weiter. Daumen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Bis zum nächsten Part, Mario 3D Land mit dem Zwergfrost. Haut drinne. Ja, und ciao, ciao. Mario lassen wir jetzt mal hier so zappeln. Bis zum nächsten Part. Adios.